Hallihallöchen und willkommen zurück bei Planet Coaster. Wir arbeiten heute weiter an diesem Turmgebäude, was auch immer. Und ich habe mir gedacht, wir könnten diese Struktur hier an der Seite noch weiter runterziehen, wenn wir, das ist jetzt wichtig, keine Probleme in der Warteschlange damit bekommen. Und ich befürchte gerade, dass uns das hier ja durchbrechen wird. Weil das hier ist ja eine Rundung. Wenn wir die jetzt hier runterziehen, ist die mitten in der Warteschlange. Ja. Das geht also schon mal nicht. Was wir aber machen können, ist hier halt eckig werden. Passt da... Oh, das passt nicht von den... Von den Gleisen her. Dann machen wir eventuell... Oh, ich entschuldige mich für dieses... ganze Räuspern im Moment. Ich habe solche Frösche aktuell im Hals. Das geht einfach nicht weg. Ich war jetzt schon 2,5 Wochen am Stück krank. Es reicht so langsam. Ich habe keine Lust mehr. Ich wäre gerne mal wieder gesund. Ich kriege die Krise. Und dann denkst du an dem einen Tag, oh ja, wieder voll gut, ne? Dir geht's super und hast überhaupt nichts. Und am nächsten Tag wieder der gleiche Rotz hier. Das ist echt belastend und nervig. Okay, wir können da... Oh, ich sehe nichts. Das hier auf jeden Fall noch weiter runterziehen. Da haben wir hier definitiv den Platz für... wie tief geht die Achterbahn? Ja, wir könnten den Boden auf jeden Fall bis hierhin anheben. Ich nehme mal noch einen zur Vorsicht, je nachdem, wie hoch wir hier bauen und basteln. Ja. Gut. Dann schnappen wir uns mal das Terraforming-Tool, dass wir hier das ein bisschen dann... ausgeglichen bekommen. Ruhig ein bisschen größer, bitte. Dann ziehen wir hier ein... Das bitte, merk es dir. Ziehen wir das hier mal hoch. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir gleich nicht wieder in die Achterbahn reingehen. Werden wir sowieso. Dann müssen wir von drinnen nochmal nachbessern. Hier so ein Canyon-Schlucht. Dann machen wir das kleiner. Dann können wir hier wieder diese Rillen formen, wie am Berg. Okay, was gerade nicht sehr gut funktioniert. Okay, das ist jetzt zu klein. Das ist wieder zu stark. Wie habe ich das denn gemacht? Meine Güte. Cool. Ja, bewegen wir uns doch in die richtige Richtung. Wenn ich was sehen würde, was ich hier mache. Nein. Hier noch weiter reingehen. So. Ja, dieses weiße Ding hier kommt natürlich auch noch weg. Steht gerade etwas im Weg rum.
mal, dann haben wir hier doch die Möglichkeit, ruhiges Gelände zu fahren ein bisschen. Sieht schon gleich besser aus, wenn der Berg bis dahin hochkommt. Ah. Das geht. An der Stärke. Noch die Lücke schließen und dann sieht das Terraforming-mäßig doch schon ganz gut aus. Okay, wie weit ziehen wir da? Ziehen wir das jetzt hier hoch? Das ist die Frage der Fragen. Irgendwo ist hier auch die Warteschlange, ne? Ist die hier drin? Ja. Dann müssen wir hier wieder aufpassen. Ich würde aber gern, glaube ich, diese Lücke hier auf jeden Fall damit machen. Komm höher! Oder geht das nicht? Hier noch weiter rein. Geht wahrscheinlich nicht wegen der Warteschlange. Okay. Aber hier müsste es doch eigentlich höher gehen. Oder haben wir hier auch Weg? Ach, da haben wir auch Weg. Okay. Naja, da müssen wir die Lücke noch mit Wänden schließen. Genauso wie... Ist ja gut jetzt. So wie die Lücke da. So. Ein bisschen weniger stark. Ganze hier zu definieren. Ja. Hier ist mir jetzt mein Canyon verloren gegangen. Man durchlaufen könnte. So. Hier müssen wir auch noch ein Stückchen anheben, würde ich mal sagen. So. Könnte man da durchlaufen? Hier haben wir ja den See. Auch nochmal interessanter, ein bisschen mehr anheben. Oh, es schleicht sich nach oben. Wenn ich jetzt wieder mehr Stärke nehme, dann ist es so. So. Okay. Etwas interessanter. Hier können wir nochmal so ein Stückchen. Und dann müssen wir jetzt von innen gucken. Wo haben wir jetzt wieder alles zerstört? Gehen wir erstmal hier in die Warteschlange. Ach, guck mal, gar nicht so viel. Tschüss. Ja, sieht auch von außen noch gut aus. Aber hier werden wir wahrscheinlich... No, es geht auch. Es geht auch. So. Geht auch. Hier haben wir ein bisschen arg reingebuttert. Was noch? Okay. Ja, das sieht gut aus. Geht auch einigermaßen von hier aus. Ich würde es hier oben noch ein bisschen abflachen. Ich
Okay. Damit haben wir da schon mal zu Ende geterraformt. Mehr würde ich terraformmäßig eigentlich auch gar nicht mehr machen wollen. Klar, hier hinten, dann müssen wir gucken, wie wir das dann abschließen. Das ist natürlich Katastrophe. Aber ansonsten gefällt mir das so schon sehr gut. Okay. So, kommen wir zurück zu dem Gebäude. Wir wollten hier die Wände noch dicht machen. Zack. Oh, also es wird immer schwieriger, hier vernünftig zu bauen. Weil es so voll ist. Es ist mittlerweile so voll und eng. So, hier möchte ich noch mehr von den Fenstern ringsum machen. Toll, die kriege ich jetzt nicht. Mit das Fenster. Dankeschön. Winkel, danke, danke. Machen wir die Mitte. Das sieht doch schon sehr gut aus. Nee, das war allzu weit. Können wir auch einmal schön rundrum machen bei diesem Turm. Ich weiß halt nicht, ob das an der Seite so viel Sinn macht, aber... Ja gut, haben wir da schon mal Fenster. Dann können wir jetzt noch gucken, wie wir hier an den anderen Seiten weitermachen. Wir brauchen natürlich auch noch eine Tür. Hier habe ich mir gedacht, kann eine Tür gut hin. Wo haben wir sie wieder? Da. Ist einfach riesig, ne? So ist die so riesig, die Tür. Kommen wir da... Da unten in Bredouille mit irgendwas. Da guckt sie so ein bisschen durch. Das kriegen wir aber auch kaschiert. Die Tür aber bitte in blau. Danke. Gut. Fenster. Wie die Fenster super, ne? Hier kommt auch noch fenstermäßig was dran. Sieht gut aus. Ich glaube, das hier hatten wir noch benutzt, ne? Nee, das. Das. Können wir hier natürlich auch verwenden. So mal zwischendurch wieder. Da passt du dahin. Ja, eigentlich sehr gut, ne? Oder wir machen da auch eine Tür hin. Wobei hier auf dem Berg... Na, da haben wir ja auch eine Tür. Vielleicht könnten wir das sogar verbinden. Man da halt so ein Balkon im Prinzip hat.
Muss der Stein nur wieder weg? So viel zum Thema. Wir sind fertig mit Terraforming. Wo? Oh? Jetzt kann da die Türe hin. Dann kann man nämlich von da nach da laufen. Ach, merkt ihr doch die Farben, bitte. Hier ist so. So. So in weiß. So in blau. Dankeschön. Ich mach mal hier alles weg. Damit die ganze Pracht hier genießen können. Mega. Ich find's mega, ne? Was so ein paar Fenster allein schon bewirken. Wahnsinn. Ich würde jetzt gerne hier noch, so wie wir es hier gemacht haben, mit Akzenten spielen, optisch. Die Säulen werden wir wieder verwenden. Diese Gesichter und Balken, das können wir hier alles nochmal wieder aufgreifen. Ist nur die Frage, wo waren die ganzen Sachen? Hehehe. So, die waren, glaube ich, hier, diese Säulen. Nee, ihr wart das nicht. War die Mauri-Säule, ne? Ja, nur halt gefärbt. Ja doch, da haben wir oben. So ein Stück rausgucken lassen. Ja, ich gucke mal, wie ich es da gebaut habe. Einfach so runter dann. Gut. Ah, nee, wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht drüben rein, also wieder in unsere Bahn unten reinglitschen. Ja. Dann kriegen wir hier auch diesen Übergang kaschiert. Da können wir den unteren auf jeden Fall löschen. Nein, 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 nein. Kriegen wir den? Wo ist er? Du das? Wo bist das? Hier, das können wir auf jeden Fall noch weiter rausziehen. Und die Tür dann eventuell auch noch ein Stück zur Seite, damit sie Luft da hat. So. Das ist schon mal sehr gut. So, was hatten wir jetzt hier noch? Oben dann wieder diese komischen Rillen. Ich glaube, die waren bei der Wanddeko. Langsam weiß ich, wo meine Teile sind, die ich brauche. Geht auch alles viel schneller. So.
So, einmal einfärben bitte. Ich weiß nicht mehr wo, wie, was, warum blau war. Nee. Ja, das in blau ist okay. Mal gucken da unten. Ja. Zack. Oh, nein, zurück. Okay, müssen wir vielleicht die Tür doch noch ein Stück runtersetzen. Die Säule noch ein Stück wieder rausziehen. Ich brauche den kurzen davon. Auch immer der hier winkelmäßig nicht perfekt da dran passt, ne? Ja. Ihr müsst noch mal herkommen. Wir müssen ein Stück tiefer. Zumindest, dass man da oben so diese Spitze sieht. Mhm. Sehr gut. Und das Ganze hier auch nochmal. Oh, dann müssen wir noch weiter rausziehen. Okay. Gehen wir ja schnell hin. So, passt das hier trotzdem noch? Ja. Sehr schön. Ja, in der brauchen wir das natürlich auch noch um. Oh, da haben wir ja noch ein riesiges Loch. Was denn da passiert? Wer hat das denn genehmigt? Ups. Sehr schön. Ziehen wir das jetzt hier oben auch noch mal rüber. Dann haben wir, denke ich, den Klotz hier ganz gut verkleidet bekommen. Oh, müssen wir auch noch mal ein Stück nachjustieren. Jetzt noch mal die Säulen schnappen. Gut. Fenster ist jetzt gefühlt irgendwie nicht mehr mittig. So. Einmal wegklicken, damit wir uns die prachtvolle Struktur hier einmal angucken können. Sehr schön. Sehr gut. Hier oben machen wir jetzt auch nochmal genau das gleiche wie dann hier. Dann haben wir das Element auch wieder aufgegriffen. Und dann geht es wieder daran, Bepflanzung, Begrünung, Leben an die Wände bringen. Damit das alles hier harmonisch, hallo Sternenhimmel, harmonisch zusammenpasst im Gesamtbild. Doch. Es nimmt hier echt Form an und es kriegt langsam so das Gefühl von, hier ist eine Stadt. Hier leben Leute. Wunderschön. Sehr schön. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle, wie immer, fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst super gern ein Like und ein Abo da, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und dann hoffe ich, seid ihr in der nächsten Folge wieder mit am Start. Bis dahin.
Tschüsseli.